Hallo, hier ist der Michael Clems, Information Professional und Kopf hinter infobroker.de. Ja, ich habe eine schlechte und ich habe eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, wir stehen erst, was die Krise angeht, ganz am Anfang. Das dicke Ende kommt noch. Und die gute Nachricht, jeder von uns hat es eigentlich selbst in der Hand, wie er sich aus dem Schlamassel rausziehen kann. Weil wir können uns selber gestalten und dafür ist es total wichtig, einen Plan zu haben. Mit Sicherheit gibt es Dinge, die jetzt relativ kurzfristig angegangen werden müssen. Das ist auch richtig so. Aber man sollte einen wirklich ganz strukturierten Plan haben, den man verfolgt. Da gibt es so Standardfehler auch in der Existenzgründung, weil es eben nicht so läuft, dass man sich anfängt zu verzetteln, dass man zu viele Dienstleistungen, zu viele Produkte auf einmal rausbringt. Das wird keine erfolgreiche Sache, sondern man muss jetzt wirklich ganz strukturiert, ganz zielgerichtet und fokussiert auf eine Sache hinarbeiten. Man muss das gut vorbereiten. Man muss natürlich auch Analyse machen. Was sagt der Markt dazu? Ich packe hier mal in die Kommentare einen Link in Form eines Interviews zu einem Trendforscher, was bei CressPro gehalten wurde, das Interview zu Matthias Hawks. Das sich mal durchlesen. Interessantes Verfahren, wie er das Ganze spiegelt, indem er sich in die Zukunft versetzt und dann aus der Zukunft zurückschaut. Ja, aber nochmal zurück zur Strategie. Also wirklich sich ganz gezielt auf ein Ding konzentrieren, das auch nachverfolgen und auch an dem Thema dranbleiben. Es macht keinen Sinn, jetzt wie gejagt von der einen Seite zur anderen Seite zu springen. Das wird nichts. Warum wird das nichts? Weil man sich selber damit demotiviert. Es wird in der aktuellen Phase mit vielen Geschäftsmodellen keine sofortigen Erfolge geben. Das geht gar nicht aus dem Grund heraus, weil viele momentan Investitionen zurückhalten oder vielleicht auch gar nicht tätig sind. Das muss man einfach verstehen und da muss man einfach ruhig und besonnen handeln. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das kennen wir eigentlich auch aus der Selbstständigkeit, dass wir da sehr zielgerichtet eigentlich mit Planungen starten und die auch durchsetzen. Ja, also das mein Hinweis heute. Noch ein bisschen lokal hier, ein interessanter persönlicher Effekt, den ich zurzeit feststelle. Man soll ja so ein bisschen Abstand halten und es ist so vergleichbar ein bisschen so mit dem Thema rote Ente. Ja, also wenn ich jetzt sage, Leute, passt mal auf, ob ihr heute eine rote Ente seht, ihr werdet nur noch rote Enten sehen. Also die sind jetzt wirklich ziemlich selten. Aber genau das Gleiche ist halt mit dem Thema, man will so keinem so auf Nähe begegnen. Was ist? Momentan laufen sie einem gefühltermaßen so richtig über die Füße. Ja, es ist schon irgendwo makaber. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg, bleibt gesund, freue mich über einen Austausch hier im Kommentarbereich zu dem Thema Strategie und Zukunftssicherung. Wie seht ihr das? Wir sehen uns morgen wieder. Bis bald. Ciao.